Okay, ja, dann kannst du uns ja vielleicht einfach mal deine Gedanken hier zur Partie ein bisschen mitteilen. Genau, also das war, denke ich, alles noch. Hast du erwartet, dass es, dass sie E4 spielt oder? Ja, das habe ich erwartet. Sie spielt immer Italienisch und ich habe ein bisschen vorbereitet, aber irgendwo habe ich meine Züge verwechselt. Okay. Bin ich nicht sicher, wo genau. Aha. Also ja, soweit weiß es nicht, wo es schief gegangen ist. Also nicht schief. Aber ich war mit meiner Stellung nicht super zufrieden. Okay, das heißt, also ich ein bisschen geärgert, aber ich denke, hier war ja noch alles normal nach A6. Ja, genau. Springer D2 und H6. Mhm. Ja, hier hatten Ja, wir, also genau. H6 ist ja nicht unbedingt der Hauptzug, aber es sah so aus, als ob das noch alles von dir vorbereitet war, oder? Ja, H6 oder D6, beide geht oder Rochade auch geht. Ich dachte, dass H6 schlau ist und ich kann die Möglichkeit, D5 in einem Zug zu spielen, Ja, das hatten wir haben. auch schon gesagt. Also Läufer A7 war die Idee dann, dass du D5 in einem Zug machen kannst, oder? Genau, ja. Okay, sehr. Aber nach H6 soll ich sehr vorsichtig mit Rochade zu sein, weil G4 ist eine gefährliche Gelegenheit und das habe ich ein bisschen übersehen. Okay. Ah, du wolltest zuerst kurz rochieren hier, oder? Ja, nicht hier. Hier wollte ich D5 spielen. Also ich denke, dass nach D5 Dame E2, es war ein bisschen besser erstmal Läufer E6 zu spielen und dann Rochade zu machen. Ah, okay, dass man nicht hier in diese ganzen Komplikationen sozusagen reinrennt. Genau, weil nach G4 der Computer sagt, es ausgeglichen ist, aber ich denke, dass es ist viel einfacher für Weiß zu spielen. Und hast du dich dann am Brett hier ein bisschen geärgert, als G4 kam, oder? Okay. Ja, genau. Ja, hier hast du auch ziemlich lange danach gedacht an Läufer E6, ne? Ja, ich wusste es gar nicht, wie es gehen soll. Was soll ich machen jetzt nach G4? Weil E4 E5 nicht meine Haupteröffnung ist. Ich habe immer Sizilianisch gespielt, Aha. mein ganzes Leben. Also E4 E5, ich bin immer noch neu bei E4 E5. Aber ich denke, dass ich alle meine Probleme sehr gut gelöst und ja, die Stellung war ausgeglichen Ja, die hier ganze bist du Zeit. auch also sehr gut damit umgegangen, dass halt man gesehen hat, dass G5 man also nicht gefährlich ist. Also das sieht ja auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen angsteinflößend ein. Aber ich glaube, das hast du hier alles sehr gut gehandelt mit Springer H5. Also Springer A5 war eine sehr starke Ressource, die du da gefunden hast, muss man einfach sagen. Danke, danke. Ja. Also beeindruckend. Und hier dachte ich, dass es ist angenehmer für Weiß zu spielen. Okay. Nach der Schlag D4, der Schlag D4, Läufer B3, A Schlag B3, ja, H Schlag G5. Das ist alles mehr oder weniger forciert. Hier hatte sie die Gelegenheit, Läufer G5 zu spielen, aber Springer G5 sieht auch sehr gut aus. Und nach G6, Turm G1, ja, war ich nicht sicher, ob ich Dame D7 oder Springer F4 spielen soll, weil wenn ich Dame D7 spiele, kann Weiß Springer G3 machen und dann H4, H5 kommt und die Stellung sieht sehr gefährlich aus. Mein Springer auf C6 macht nichts. Mein Läufer auf A7 auch nicht so viel. F2 ist gut verteidigt. Also sieht
sehr, sehr gefährlich Ja, aus. also die Figuren von Weiß, die sind ja auf jeden Fall bereit zum Angriff und es ist noch nicht so klar, wie man hier gegen den weißen König spielen soll. Also das hätte mir auch ein bisschen Angst gemacht. Ja, genau. Und der weiße König fühlt sich sehr wohl auf E1. Und ja, ich dachte, dass damals der 7 ist nicht so gut. Also Springer E4 gefällt mir ein bisschen mehr. Ja, wir haben uns zuerst gefragt, ob der Bauer auf F4 vielleicht schwach wird, aber irgendwie konnte Weiß ihn nie so gut ausnutzen, weil wenn man ihn direkt angreift, ne, dann kann man einfach Springer E5 machen. Und auch irgendwie langfristig ist nicht so ganz klar, wie Weiß den Bauern hier gewinnen kann. Also auf den ersten Blick hätte ich mir gedacht, oh, der Bauer, Hilfe, aber ja, so schwach war der irgendwie gar nicht. Ja, das stimmt. Ich dachte, dass sie Springer H2 und dann Springer F5 Turm D1 spielen soll. Und nach Dame F6 kommt Springer H3. Und das sah auch nicht so klar aus. War das mit dem Springer E5 zum Beispiel dann auch? Also mit der Idee Springer D3 und auf den F2 zu gehen? Ah, du Also meinst statt statt Dame Dame F6? F6 hier Springer E5? Ja, Springer H2, Springer F5, Turm D1, Dame F6 Ja, genau. und dann Springer H3. Und dann Turm E8. Und also ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass es das wirklich angenehm sein könnte. Aber du hast es wahrscheinlich besser verstanden als ich. Nö, ich Haben wir dachte, dass gefühlt. ich werde Turm E8 oder Turm AD8 spielen. Ah, ja. Aber ja, ich dachte, dass die Stellung ist ein bisschen einfacher für Weiß zu spielen. Nicht Okay. unbedingt, dass Weiß besser ist, aber sie konnte König F1 oder H4, H5 spielen. Also, ja. Ja, jetzt, wo wir die Stellung ein bisschen länger anschauen, wir hatten ja gesagt, der Läufer auf A7 ist super stark, aber solange hier er nichts Konkretes droht, ne, schaut er auch ein bisschen ins Leere irgendwie. Also er ist nicht so ganz beteiligt, gerade an dem Geschehen hier. Ja, das ist Ja, richtig. Ja. das stimmt. Gut, aber sie hat Ja. sich ja hier für einen anderen Plan entschieden. Und zwar, genau, sie hat hier Springer E6 gemacht. Hast du vorher über Springer E6 ein bisschen nachgedacht oder hat dich das überrascht? Nee, das war mein Trap. Aha. Oh ja, Dass okay. ich Ja. Springer E6 sehr, ja, das es sieht sehr gut aus, wenn man keinen F3 sieht. Und ja, dann habe ich F3 nicht so schnell gespielt, ha nicht so schnell gespielt habe, aber ja, ich habe vorher alle Varianten gerechnet und dann F3 gespielt habe. Ja, also es heißt, nach Springer E6 hast du dich erstmal gefreut. Ja. Hat sie hat auch relativ lange an Springer E6 selber nachgedacht. Meinst du, sie hat F3 komplett übersehen oder? Ja, ich denke schon. Wenn sie F3 sieht, dann hätte ich keinen Springer E6 gespielt. Aber das ist ja dann ja sehr dankbar, wenn du auch sagst, du hast, also die Stellung ist etwas angenehmer für Weiß, dass sie hier dann dir sozusagen ja, den Sieg schenkt, weil hier auch nach Springer E5 ist, glaube ich, auch der einzige Zug gewesen, dass man halt einfach direkt gewinnt mit Läufer schlägt F2. Also, das war Genau. wirklich sehr schön. Ja, wir hatten auch Ja, noch. ich hatte sehr viel Glück heute Naja, und einfach vorgestern besser gerechnet als die Gegnerin. auch. Ja, irgendwie in alle meine schwarzen Partien habe ich viel Glück. Und ja, aber ja, ich kann nichts dagegen machen. Ich freue mich auf diese Siege und ich hoffe, dass es weiter so gut geht. Ja, und es sind ja auch nur noch jetzt 2 Runden für dich zu spielen und Aber ich bin. mit 6 aus 8 bist du ja sehr gut dabei. Also ich denke mal, du bist wahrscheinlich auch ganz zufrieden, wahrscheinlich mit deinen 6 Punkten. Und ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die nächsten 2 Runden noch. Danke sehr. Ja, auf jeden Fall. Ja, und hier Also können wir wirklich starke Partie, aber trotzdem. Also vielleicht noch hätte ich einmal. gar nicht mal vermutet, dass da so viel Beweis da drin ist, aber trotzdem.
Noch Also ich war sehr fünf. begeistert von deiner Vorlage. Dankeschön. Ja, nach Dame F5 gab es auch Läufer F2. Dann kommt Dame F2. Ja, weil wenn König schlägt auf F2, habe ich F schlägt Ach so, ja. F6. Ja, und dann nach Dame F2 kann ich hier auf E6 aufschlagen. Dann kommt Springer F3, Springer G1 und ja, meine Stellung ist gewonnen. Ja, Ja. das war wahrscheinlich noch das, wo man als Weißer noch am ehesten hätte weiterspielen können, aber das ist natürlich auch einfach nur noch sehr traurig hier. Ja. Aber ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Analyse. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten zwei Runden und hoffe, dass du auch mal einen schönen Weißsieg dann morgen. Vielen Dank. Euch auch viel Spaß und viel Glück. Dankeschön. Danke dir und viel Erfolg noch, ja? Danke. Tschüss. Ciao.